Jetzt bemalen wir nur noch die Teile von dem Big Mac. Und zwar einmal hier diesen Teleporter Blaster und dann noch das Spezialkraftfeld. Und als erstes brushen wir jetzt überall mal, also haben wir jetzt hier mit Necron Compound drüber gebrusht. Und jetzt als nächstes nochmal mit Genner's Gold. Damit es nicht. Damit das nicht zu sehr zu sauber aussieht. Ich gehe mal nach unten, okay? Ich gehe kurz mal dann kurz nach unten, Papa. Ja. Um dich zu helfen, würde ich dich ganz schön ausgetrocknet. Ui. Und darum muss ich ein bisschen Wasser machen und dann müssen wir erstmal kneten. Wasser wegkneten. Als nächstes bemalen wir noch die Schläuche in den Farben, die wir auch bei den anderen benutzt haben, nämlich grün und blau. Das zeige ich jetzt aber nicht mehr. Jo, und hier vorne, dafür lasse ich mir auch noch was einfallen. Der Teleporter-Plaster ist fast fertig. Hier vorne, das sieht schon richtig gut aus. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich das wie die Hose mit Eisblut gemalt habe. Danach mit Drakenhof Nightshade gewascht. Dann mit Eisblut gebrushed wieder, ganz leicht. Dann mit Skink Blue. Dann mit Ethereum Blue. Und dann ganz am Ende ein ganz kleines bisschen Skull White. Das lohnt sich hier. Da sieht man von der Seite, ist noch dunkel. Und hier von vorne ist dann richtig hell. Schöner Effekt, finde ich. Jetzt, hier hinten, sieht es noch ein bisschen einfarbig aus. Oder sieht ein bisschen grell aus. Das werden wir jetzt gleich beheben mit Akrax Earthshade. Und so sieht es dann später dann aus. Das ist jetzt das Spezialkraftfeld. Alles ein bisschen abgedunkelter und sieht richtig gut aus. Jo, das machen wir jetzt hier auch noch schnell mit dem Brush und Akrax Earthshade gut schütteln vorher und dann den Pinsel richtig fett hier eintauchen und dann gehen wir überall drüber, außer hier vorne. Fangen wir am besten mal hier so an, gehen hier so drüber. Und da kann man auch richtig mehrmals drüber gehen. Nur aufpassen, dass da vorne nichts mehr dran kommt. Okay, bis gleich. Alle Teile sind jetzt soweit fertig. Und wie immer habe ich natürlich eine Sache vergessen. Das Base sollte man am Anfang vor der ganzen Malung einfach machen. Ihr habt es ja eigentlich schon bei ganz vielen Tutorials gesehen, darum zeige ich es nicht. Mit Leim einstreichen, ein ganz normaler Sand nehmen, draufstreuen, trocknen lassen und dann in der gewünschten Farbe anmalen. Den Grottassistent, den habe ich jetzt nur in Grundfarben bemalt. Der sieht ziemlich bescheiden aus soweit. Und den wollen wir jetzt noch ein bisschen pimpen. Und zwar durch Washes. Als erstes nehmen wir mal Biltan Green für die Haut. Mit dem Classic Pinsel von GW. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass da nicht zu viel überall anders hinkommt, sondern nur auf die Haut. Also darum nicht zu viel verwenden, aber auch nicht zu wenig.
Jo, so ist noch nicht getrocknet. Man sollte aber alles trocknen lassen, bevor man weitermacht. Ich mache trotzdem schon mal ein bisschen weiter. Und zwar mit Tragenhof Nightshade. Und zwar das blaue, der blaue Overall. Da sieht man auch gleich, das sieht schon direkt besser aus. Der kleine Kerl sieht immer noch bescheiden aus. Wollen wir noch ein bisschen weiter nachhelfen, und zwar diesmal mit Nullen Oil. Und da wird jetzt alles gewascht, was Silber ist. Und das Graue hier. Während das andere noch trocknet, gehen wir direkt noch mit Agrax Earthshade drüber. Und zwar über das Gelb. Und dann als letztes kommt noch das Squeak dran. Und dann gucken wir mal. Ah ja, hier über das Grün gehe ich auch nochmal drüber mit dem Braun. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen was brushen oder ob das reicht. Sieht auf jeden Fall schon viel besser aus als vorher. Jetzt kommt Fugen Orange, mit dem das kleine Ölsquick gewascht wird. Sehr wichtig in der Ork-Gesellschaft. Da die ja sehr viele Fahrzeuge haben. Und hier muss man einfach nur drauf drücken und da kommt ein bisschen Öl raus. Tut dem auch gar nicht weh, das ist wie Kühe melken, denke ich mal. So, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt gut trocknen lassen und dann geht's weiter. So, wir sind fast fertig. Wir malen jetzt hier dem Squeak noch Augen, und zwar mit Ural Yellow. Upsi. Bisschen abgerutscht. Fehlt noch irgendwas. Vielleicht mal noch einen schwarzen Punkt rein. Sieht ganz cool aus. Und jetzt brushen wir noch ein bisschen. Und zwar habe ich hier bei den Handschuhen schon angefangen. Nur die Kanten mit Dawnstone. Und jetzt werden wir noch das Grün und das Blau machen. Und zwar das Blau mit der Grundfarbe Ice Blue und einen ganz kleinen Dry Brush und wirklich nur ganz locker drüber gucken, dass die Farbe zum Pinsel relativ trocken ist. Kann man schön am Daumen hier abstreifen. Und dann wirklich nur über die Erhebungen gehen. Ist natürlich bei so kleinen Modellen echt ein bisschen tricky.
das reicht schon. Ja, so schöne Arbeitskleidung. Hier vorne sieht es schon gut aus. Den Kittel, den grauen, lassen wir so. Ich finde, die Maske sieht eigentlich auch schon gut gewascht aus mit dem Acrax Earthshade. Brauchen wir auch nicht mehr machen. Hier ist also nur noch die Haut. Und da gehen wir jetzt mit Mood Green. Ganz locker über die Hautpartien drüber. Hier am Ohr sieht man es besonders schön. Jo. Die Meganobs sind endlich fertig. Fertig gemattlackt. Angemalt sowieso. Und Base ist auch fertig. Und ich habe sie direkt schon ein bisschen ausgestattet. Das ist der zweite. Das ist der Big Mac mit Teleporter Blaster und der kleine Grot, wie auch immer. Die ganzen Waffenoptionen habe ich hier drauf gesteckt auf ein bisschen Styrodur und so dann auch gemattlackt. Und hier die ganzen Bannerstangen, Teleporter Blaster. Die habe ich auf ein bisschen Metall gelegt und da haben die dann auch festgestanden, dann konnten wir sie auch schön grundieren. Genau. Und hier sieht man jetzt auch schon schön, das war gerade der Teleporter Blaster. Das ist jetzt das Spezialkraftfeld, passt super. Hier die Maske kann man noch abnehmen und man kann dem auch sein Big Mac Arm, den Big Mac Mega Blaster abnehmen und dann zum Beispiel einfach zwei Killersägen aufstecken. Und dann ist es dann ein ganz normaler Boy. Da könnten wir jetzt auch noch das Banner drauf machen. Also extrem flexibel. Hier kann man natürlich das gleiche machen und ja, ich bin also echt vollständig zufrieden, hat Spaß gemacht, war ein bisschen Arbeit, weil man einfach so viele verschiedene Optionen hat. Und hier jetzt schon mal ein Vorgeschmack auf eins der nächsten Tutorials, da habe ich sozusagen ein selbst gebastelt aus einem Terminator. Und zwar kann man hier die Waffenoptionen auch auswechseln. Also kann man da genau das gleiche machen, wie bei den anderen auch. Genau. Das ist jetzt der eigentliche Big Mac, den man auch umbauen kann zum Big Mac. Als ganz normaler Ogg Boy, also Mega Knob Boy. Mit zwei Killersägen. Gefällt mir sehr gut. Der hat jetzt hier so ein Boss Pole, also so eine Chefstandarte oben drauf. Die kann man abnehmen. Jo. Sehr schönes Modell. Dann haben wir hier das gleiche Modell. Also nochmal den Meganob, den man zum Big Mac umbauen kann. In Big Mac Version.
mit dem Spezialkraftfeld, das sieht man hinten, auf den Schultern von dem Big Mac. Außerdem hat er seinen Megablaster mit dabei, den sieht man jetzt sehr schön. Und auf der anderen Seite hat man das Big Mac-Werkzeug, das gleichzeitig auch als Energiekralle funktioniert. Das gleiche Modell jetzt nochmal mit Big Mac-Schweißermaske. Sieht man gleich. Da sieht das Modell direkt noch ein bisschen klobiger aus. Und auch noch ein bisschen böser, sage ich jetzt mal. Und mein absolutes Highlight ist der Big Mac mit dem Teleporter Blaster und der Maske. Also da sieht er wirklich genial aus. Sehr schön sind auch die Leuchteffekte auf dem Teleporter Blaster. Das sieht richtig aus, als ob der gerade Energie aufbaut, um dann den nächsten Space Marine oder Terminator zu zerfetzen. Ja, eigentlich um weg zu teleportieren und dann aber nur teilweise. Passend zum Big Mac gibt es auch hier den kleinen Schmiergrott, den Grottgehilfen mit einem Ölsquick. Den sieht man hier sehr schön. Ist auch noch einen schönen Kontrast zur blauen Arbeitskleidung von dem Grott. Und wenn man da drauf drückt, gibt er Öl ab. Das läuft dann über diesen grünen Schlauch nach vorne in Ölpipette oder was auch immer das ist. Ja, und der Grott, der sieht ähnlich aus wie der Big Mac, nämlich mit gelber Schweißermaske oder Schutzmaske, blauem Overall und ein bisschen grau. Der Kittel, damit der blaue Overall nicht dreckig wird. Hier kommt ein ganz normaler Meganob mit Energiekralle und einer synchronisierten Hume und einem Bosspol hier hinten auf dem Rücken. Ja, da könnten wir jetzt noch die Waffen austauschen. Das hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt. Und sieht einfach toll aus. Der dritte Meganob, hier auch mit zwei Killersägen und hinten dem Bosspol, wo auch ein Ultramarine Shale drauf ist. Also ich kann den Bausatz nur empfehlen, sieht hammergut aus und man kann einiges damit machen. Und wer ein paar Terminatoren zu viel hat, der kann hier jetzt auch mit den zusätzlichen Waffenoptionen auch noch weitere Meganobs bauen. Ich habe hier die Waffen verwendet von dem Meganob-Bausatz, genauso wie den Kopf und auch die Schulterpanzer. Und der Rest ist eigentlich ein Terminator. Dem habe ich die Beine, die Füße also noch abgeschnitten. Da habe ich aus Styrodur dann noch selbst klobige Füße, Ockfüße gebastelt. Und die Schultern sind auch noch ein bisschen mit Styrodur verlängert worden. Ja, und wenn es euch gefällt, werde ich da vielleicht mal noch ein kleines Tutorial draus machen. Die ganzen Schachbrettmuster sind hier übrigens ganz normale Abziehbilder. Das habe ich jetzt nicht selbst aufgemalt. Das war es jetzt auch. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, das sieht ganz gut aus hier mit diesem mit dem Solardrehteil. Wenn ja, werde ich das demnächst öfters machen. Okay, bis demnächst, euer Chef Oberboss. Tschüss.